Guten Tag, liebe Mitglieder, liebe Freunde des BVK. Kurz vor Weihnachten möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, zu Ihnen zu sprechen, um auch die Weihnachtswünsche des BVK zu übermitteln. Ich will aber trotzdem ganz kurz einen Rückblick halten auf das, was uns in diesem Jahr so bewegt und beschäftigt hat. Sie wissen, unter der derzeitigen Situation haben wir natürlich die Jahreshauptversammlung nicht in der gewohnten Form durchführen können. Deshalb haben wir eine sogenannte hybride Fachtagung in Hamburg gemacht im Frühjahr diesen Jahres. Wir haben verschiedene andere Formate ausprobiert, haben Vertriebsrechtssymposium gemacht, haben die Referenten getroffen, haben Junioren-Event gemacht, eine wunderbare Veranstaltung, an der ich teilnehmen durfte. Und wir haben letztendlich im November dann doch eine Delegiertenversammlung durchführen dürfen, mit den Ergänzungswahlen zum Präsidium und Wiederwahlen. Darüber haben meine Kollegen und ich uns sehr gefreut, über dieses einstimmige Votum der Delegierten. Und natürlich zum Schluss der Gedanke Bundestagswahl, Koalitionsverhandlungen der Ampel. Das wird uns natürlich in unserer politischen Ausrichtung beschäftigen. Sie wissen, Politik heißt dicke Bretter bohren. Also wir haben sehr viele Themen für das neue Jahr und auch aus dem vergangenen Jahr heraus. Vergütungsfragen, Neugestaltung der Altersvorsorge, Regulierung und vieles mehr, was Sie natürlich auch kennen. Wir haben etwas Neues anzubieten, vielleicht noch kurz vor Toresschluss sozusagen. Wir haben uns jetzt in Brüssel mit einem eigenen Büro etabliert. Darüber wird sicherlich noch zu berichten sein. Nun, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen im Namen des BVK, im Namen meiner Präsidiumskollegen eine frohe und besinnliche, gesegnete Weihnachtszeit wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie uns, dem BVK, sozusagen gewogen und wir alle freuen uns auf möglichst viele Begegnungen im neuen Jahr.